Ja, hallo meine Lieben, auch ich darf heute ein kleines Video für euch zusammenstellen. Es soll heute hauptsächlich darum gehen, ein bisschen Stabilisierung in euren Oberkörper zu bekommen, ja, das Ganze ein bisschen zu kräftigen. Auch das heutige Training ist gut geeignet für Reha-Sportteilnehmer, ja, aber auch alle anderen können das Training ohne Probleme durchführen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Auch ich habe heute die Ehre, für euch ein kleines Video zusammenstellen zu dürfen. Es wird hauptsächlich um die Stabilisierung des Körpers gehen. Ja, wir werden unten bei den Füßen anfangen, werden uns langsam hocharbeiten zu den Knien, über die Hüfte, den Bauch, den Rücken bis hin oben zu den Schulterbereichen. Es werden ungefähr 4 bis 5 Übungen werden. Ja, jede Übung solltet ihr eine gute halbe Minute bis Minute machen. Auch hier werde ich euch zwei Varianten immer vorstellen. Das heißt, eine etwas leichtere und eine etwas schwierigere. Und das Training heute ist auch für Reha-Patienten oder Reha-Sport-Teilnehmer besonders gut geeignet, da wir auch so ein bisschen auf den Bereich Sturzprophylaxe eingehen werden, aber natürlich auch generell Stärkung der Gesamtmuskulatur. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einem ganz kleinen Warm-up. Ja, macht euch am besten ein bisschen Musik an und ja, wir kommen dann jetzt erstmal ein bisschen in Bewegung. Das heißt, machen kleine Sidesteps. Okay, einfach nur, dass wir ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen. Okay, wir nehmen jetzt einmal die Arme mit nach oben. Am besten immer diagonal, damit der Oberkörper auch eine leichte Rotation bekommt. Das heißt, den Oberkörper werden wir dann auch immer weiter ein bisschen drehen. Und wir werden jetzt ein bisschen noch auf der Stelle laufen. Jeder, wie er möchte, entweder in Form eines leichten Ganges. Oder ihr könnt auch ein bisschen joggen. Wichtig ist nur, nehmt die Arme mit, die Knie auch ein bisschen anheben und die Füße verlassen auf jeden Fall den Boden. Das ist hierbei ganz wichtig. Gut, wunderbar. Euer Herz-Kreislauf-System sollte ein wenig aktiviert sein. Wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich das ganze Warmmachprogramm auch noch ein bisschen länger gestalten. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit unseren Sprunggelenken. Ja? Dabei einfach nur die Füße einmal abrollen, hinten von der Ferse bis vorne zu den Zehenspitzen, langsam aufrichten und wieder zurückrollen. Auch hier werden wir 10 Wiederholungen machen. Das ist ganz wichtig. Versucht wirklich schön den Fuß abzurollen, das heißt, wir beginnen hinten, die Zehen sind vorne in der Luft, wir rollen nach vorne und stehen dann nur noch auf den Zehenspitzen. Auch hier, das war jetzt unsere erste Übung, ja, unsere Variante 1, das ist hier etwas leichtere, das bedeutet, wir haben festen Untergrund, wir haben auch noch die Schuhe an, die Schuhe geben uns zusätzlich Stabilität. Wer das Ganze ein bisschen schwieriger haben möchte, ja, der zieht die Schuhe einfach mal aus, nimmt sich am besten eine Matte oder vielleicht sogar eine etwas dickere Matte, die dann noch weicher ist und kann das Ganze dann noch einmal auf der Matte machen. Es wird dann natürlich ein bisschen wackeliger, aber auch hier muss das Sprunggelenk oder die Sprunggelenksmuskulatur natürlich deutlich mehr
arbeiten. Wie gesagt, wichtig ist immer, dass ihr schön abrollt von der Ferse bis vorne auf die Zehenspitzen. Auch noch einmal kurz eine kleine Rückansicht. Wirklich schön die Fersen anheben, soweit es geht. Gut, wenn ihr eure 10 Wiederholungen geschafft habt, lockert eure Beine oder eure Füße einmal kurz durch. Am besten die Zehen auf den Boden stellen und einfach mal das Fußgelenk rotieren, damit wir ein bisschen locker wieder im Sprunggelenk werden. Okay, wir gehen eine Station höher, wir kommen jetzt zum Kniebereich. Hier ist es ganz wichtig, hört auf euren Körper, macht es bitte nur so weit, wie ihr es könnt. Auch hier gebe ich euch 2 Varianten vor. Die Variante Nummer 1 sind die kleinen Auswahlschritte. Am besten immer den Fuß nach hinten wegschieben, damit das Standbein möglichst gerade bleibt. Auch hier ganz wichtig, Oberkörper sollte schön aufrecht bleiben, also kippt nicht nach vorne, schön immer in einer Achse bleiben und den Oberkörper möglichst gerade lassen. Okay, kommen wir nun zur Variante Nummer 2, die wird ein bisschen schwieriger. Ja? Auch da bitte nur machen, wenn ihr euch wirklich sicher fühlt und auch eine gute Stabilität im Knie habt. Das bedeutet, wir fangen an im Stand und lassen uns nach vorne fallen und versuchen, das ganze Gewicht schön abzufedern. Ja? Ganz wichtig ist hier, nicht auf den Boden fallen lassen, sondern wirklich schön abfedern. Man sollte im besten Fall gar nicht hören, dass ihr den Boden berührt mit eurem Fuß. Okay, das Knie, was immer Richtung Boden geht, berührt aber nie den Boden ganz. Das heißt, auch hier müssen wir immer schön eine Grundspannung halten. Unser Oberschenkel wird sehr stark beansprucht, aber auch die Wade und das Sprunggelenk. Auch hier sind ungefähr wieder 10 Wiederholungen angepeilt. Ihr dürft gerne auch ein bisschen variieren nach oben hin auf 12 oder 15 Wiederholungen. Aber auch 8 Wiederholungen sind vollkommen in Ordnung. Gut, jetzt haben wir Sprunggelenke und Knie abgearbeitet, jetzt gehen wir in den Bereich Becken. Ja? Das heißt, wir werden so ein bisschen den Beckenboden anheben und auch hier den Bereich im Becken stärken. Und dazu einmal auf den Rücken legen, Füße sind aufgestellt und das Becken dann einmal nach oben durchdrücken. Immer ungefähr 10 Sekunden halten, langsam wieder absetzen. Allerdings, unser Becken berührt nie den Boden. Ja, das heißt, ihr habt immer mindestens eine Handfläche dazwischen Platz. Und ihr geht langsam wieder hoch. Schön durchdrücken, den Po anspannen. Ihr werdet das auch ein bisschen im unteren Rücken merken, aber auch in den Oberschenkeln. Und langsam wieder runter. Auch wieder darauf achten, nicht ganz ablegen. Und wieder hochdrücken. Die Arme dürft ihr neben dem Körper ablegen oder einfach auf Brusthöhe verschränken. Wichtig ist nur bitte nicht an den Oberschenkeln ziehen oder an der Hose ziehen. Ja, dadurch nehmt ihr euch die Spannung selbst und das wollen wir ja nicht erreichen. Okay, letztes Mal noch.
und langsam jetzt komplett absetzen. Gut, das war Variante Nummer 1. Jetzt kommt noch eine zweite Variante. Die ist schon deutlich schwieriger. Ja? Auch hier wieder, wenn ihr euch sicher fühlt oder eine Steigerung haben wollt, dürft ihr die gerne im Anschluss machen oder einfach direkt machen. Das ist euch überlassen. Ja? Gleiche Ausgangsposition wie vorhin auch. Füße aufstellen. Arme sind seitlich vom Körper und Becken erstmal gerade hochdrücken. Achtet darauf, dass ihr wieder eine Linie habt vom Knie bis zum Schultern. Und danach versuchen wir, ein Bein anzuheben. Okay, das heißt, die ganze Belastung ist jetzt nur noch auf einem Bein. Auch hier wieder kurz halten, langsam absetzen und das Bein wechseln. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht mit eurer Hüfte abkippt, wenn ihr das Bein anhebt, sondern die Hüfte schön die ganze Zeit stabil halten. Und die andere Seite auch nochmal. Und auch hier langsam wieder absetzen. Gut, gerade bei der Variante 2, guckt einfach, wie viel ihr machen könnt, wie viel ihr machen wollt. Gerade die zweite Variante ist deutlich anstrengender, weil ihr den Bauch viel mehr beanspruchen müsst, um natürlich die Balance in der Hüfte auszuhalten. Ja, das heißt, dass ihr nicht einseitig wegkippt. Und ich denke, 4 auf jeder Seite sind schon echt ganz gut. Aber natürlich auch da jedem selbst überlassen, wie hoch er da gehen möchte. Gut, jetzt haben wir im Prinzip schon alles bis zur Hüfte abgearbeitet. Dann würde ich sagen, starten wir im Bereich Bauch und unterer Rücken. Auch hier eine recht simple Übung, aber sehr effektive Übung für den unteren Rücken ist, wir drehen uns einmal auf dem Bauch. Die Arme sind nach vorne ausgestreckt, allerdings nicht ganz gerade. Blickrichtung zum Boden und wir heben einfach mal die Füße und unseren Oberschenkel in die Luft. Ja? Das heißt, wirklich schön wieder den Po anspannen, der obere oder der untere Rücken wird dabei auch gut aktiviert. Und wie beim Schwimmen werden wir jetzt paddeln. Ja, guckt, dass ihr euren Oberkörper die ganze Zeit stabil haltet. Nicht, dass ihr anfangt, im Oberkörper die Gegenbewegung zu machen, sondern schön aktiv alles anspannen und nur der untere Rücken arbeitet. Ihr könnt gern mal die einzelnen Muskeln abtasten, dann werdet ihr auch merken, gerade hier unten der Lendenwirbelbereich, also der untere Rücken, der muss ganz schön arbeiten, aber auch natürlich der Po. Und auch hier dann wieder ein bisschen langsamer werden und absetzen. Gut, wenn wir jetzt schon im Rückenbereich sind, gehen wir jetzt auch einmal auf den oberen Rücken ein. Das bedeutet, diesmal bleiben die Füße unten. Der Kopf verlässt den Boden, Blickrichtung wieder zum Boden. Und die Arme machen jetzt genau die gleiche Bewegung wie die Beine. Ja? Und achtet auch wieder darauf, dass ihr möglichst stabil bleibt. Ja? Am besten die Zehenspitzen richtig in den Boden reindrücken. Und dann fangen wir an, mit den Händen zu paddeln. Oder auch Holzhacken nimmt man auch ganz gerne Übung. Ja, hier sind wir natürlich ganz klar im Bereich oberer Rücken, beziehungsweise in der Nähe der Schulterpartie schon. Ja, da richtig schön kleine Hackbewegungen machen. Bauch schön aktiv anspannen und die Füße bleiben die ganze Zeit auf dem Boden. Und langsamer werden und danach wieder absetzen.
kurz einmal durchatmen, dann stelle ich euch die Variante 2 vor. Das bedeutet dann, wir machen beides gleichzeitig. Ihr liegt nur noch auf dem Bauch auf und wir werden die Beine und Hände gleichzeitig bewegen. Das heißt, unterer Rücken ist angespannt, oberer Rücken angespannt, der Bauch auch zur Stabilisierung und natürlich die Beine und Arme müssen richtig schön arbeiten. Vergesst bitte auch nicht das Trinken zwischendurch, das ist ganz wichtig. Drückt einfach kurz auf Pause, holt euch was zu trinken und dann kann es auch direkt weitergehen. Okay, Variante 2. Das bedeutet, wir legen uns wieder auf den Boden, Beine heben wir an, Arme heben wir an und wir fangen an zu schwimmen und Holzhacken gleichzeitig. Blickrichtung bitte immer zum Boden. Und auch hier dann langsamer werden bis hin zum Absetzen. Okay, gerade die beweglichen Übungen, die wir zum Ende hatten, Variante 1 oder 2 mit dem Holzhacken, da könnt ihr auch wieder ganz individuell entscheiden, wie lange ihr das machen wollt. Ihr könnt euch anpeilen, entweder relativ kurze Intervalle, das bedeutet 10 bis 15 Sekunden und das Ganze dann 3, 4, wenn nicht sogar 5 Mal hintereinander, ja, zwischendurch mal eine Pause. Oder ihr sagt euch wirklich, pass auf, ich will mal richtig an mein Limit gehen, zieh eine Minute durch, mach eine kurze Pause. Und danach nochmal eine Minute. Ja? Okay. Das heißt, wir haben Sprunggelenk bearbeitet, Knie bearbeitet, Hüfte bearbeitet und natürlich auch oben den Oberkörper. Das heißt, 4 Übungen sind eigentlich sehr gut, um den Körper zu stabilisieren. Der Stützapparat, der wird dann natürlich auch gut angesprochen. Wir werden auf jeden Fall noch eine kleine Dehneinheit machen. Einfach, damit die Muskulatur wieder in Länge kommt. Ihr wisst ja, bei jedem muskelaufbauenden Training verkürzt sich die Muskulatur auch. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Das bedeutet, wir fangen auch hier im Bereich des Sprunggelenks an und arbeiten uns dann langsam nach oben. Ja? Okay, einmal den Vierfüßlerstand einnehmen. Die Füße bleiben auf dem Boden. Ihr dürft entweder eine Faust machen oder auch gerne die Hände gerade ablegen. Und wir drücken uns jetzt mal hoch. Das heißt, unser Sprunggelenk geht jetzt einen extremen Bereich ein. Das heißt, wir dehnen jetzt schön die Bereich hier Wade. Ja, das heißt, die Wade wird jetzt gut beansprucht. Ihr könnt das Ganze auch einbeinig machen. Das ist euch überlassen. Ihr solltet es nur, wie gesagt, in der Wade merken. Die Position ruhig mal 20 Sekunden halten und danach dann langsam lockern. Okay, wunderbar. Gut, kommen wir nun zum Knie. Auch hier wollen wir wieder die maximale Range of Motion, also die maximale Beweglichkeit erreichen. Den ganzen Tag stehen wir sowieso schon mit fast durchgedrückten Beinen, also gehen wir jetzt mal in die entgegengesetzte, das heißt in die Beugung. Also ziehen wir ein Bein nach hinten hin hoch. Das heißt, jetzt ist das Knie genau in der Beugung zu 100%. Das ist die maximale Position der Beugung. Das ist die maximale Position der Streckung. Und so haben wir dann wirklich alles abgedeckt. Ihr dürft euch auch gerne eine Wand dazu nehmen. Dann habt ihr ein bisschen sicheren Stand oder das Ganze auch im Sitzen machen oder im Liegen. Ja, das geht auch. Zeige ich euch jetzt gleich nochmal mit dem anderen Bein. Auch hier 20 Sekunden reichen vollkommen aus. Einmal das Ganze im Liegen. Das geht auch. Ist sogar, wenn nicht sogar, ein Ticken einfacher, weil ihr das Gleichgewicht nicht selber halten müsst. Thank you.
und auch hier langsam wieder lösen. Gut. Im Bereich Becken, Leiste, der ganze Bereich, da machen wir natürlich auch ein bisschen was für die Beweglichkeit. Im Prinzip kennt ihr die, glaube ich, alle. Die Füße schön nah zum Oberkörper ranziehen. Sitzposition ist aufrecht, der Rücken ist schön gerade. Ja, ihr greift am besten an die Fußgelenke, nicht hier vorne an den Zehen, ansonsten zieht man die Zehen immer ganz gerne ran, sondern schön an den Fußgelenken und guckt mal, dass ihr eure Knie dann sogar ein bisschen Richtung Boden drückt. Okay, noch 5 Sekunden. 3, 2, 1 und langsam wieder lösen. Gut, letzter Bereich ist der Oberkörper, das heißt der Schulterbereich. Da werde ich euch auch noch natürlich eine Dehnübung zeigen und würde ich sagen, starten wir direkt mal. Arm hinterm Kopf Richtung Rücken führen und mit der anderen Hand von oben gegen den Ellenbogen drücken nach unten. Das heißt, Ziel ist es, möglichst weit nach unten zu gelangen. Auch hier kurz der Wechsel. Und dann einmal noch die Arme, Schultern ein bisschen auslockern, die Füße auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen oder sonstiges habt, schreibt uns gerne. Ja, wir sind für Fragen auf jeden Fall offen. Auch wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dürft ihr das gerne uns mitteilen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, solange es gut draußen ist. Und dann sehen wir uns auch bald wieder. Bis dahin, euer Till.